Moin zusammen, weiter geht's mit Park Beyond. Wir setzen Kampagne fort. Mission Nummer 2, willkommen bei den Cloudstormers. Ne, das hatten wir ja. Die Impossifikation Dämmerung. Ein erster erfolgreicher Freizeitpark, eine Leistung, auf die du stolz sein kannst, auch wenn Izzy dich immer noch wie einen Krümel behandelt, den sie aus ihrem Ohr gefischt hat. Ich möchte dich übrigens unbedingt Sophia vorstellen, der genialen Ingenieurin, die seine wilden Ideen in die Tat umsetzt. Doch sie scheint aus dem Weg zu gehen oder sogar allen. Aber vielleicht kannst du sie mit etwas ganz besonders Kreativen aus der Reserve locken. Mission nicht erfüllt. Karte starten. Fokus auf Kreativität. Der Park führt sie in großen Teilen selbst. Ausgewogen zwischen Kreativität und Management. Nichts für Micromanagement-Fanatiker. Schwerpunkt liegt auf Management-Gameplays. Es wird Zeit, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Top-Manager für Planer, Analytiker, Ressourcenoptimierer, Effizienz, Tycoon, finale Management. Nee, komm, Visionär. Ich möchte auch ein bisschen Spaß haben und nicht nur Stress hier. Los geht's! Das hier ist einfach nur eine Baustelle. Nun ja, es ist definitiv was für Do-It-Yourself-Fans. Aber das ist ja das Aufregende daran. Ich habe absolut keine Ahnung, wie du die Aktionäre davon überzeugt hast, dass hier einmal ein profitabler Freizeitpark entstehen kann. Oder gar einer der größten Erfolge von Cloudstormer. Ich weiß schon, worauf ich tippe. Die Wette steht. Komm! Lass uns loslegen! Aber sowas von Western-Setting. Strategiesitzung starten, ja. Dein erster neuer Bau! Vor lauter Aufregung habe ich mich glatt ein bisschen eingenässt. Och, du solltest so etwas doch für dich behalten, Phil. Jedenfalls bezweifle ich, dass unser Neuling weiß, was diese Aufgabe erfordert. Quark, Schmarrn und Grütze! Aber vielleicht nicht in dieser Reihenfolge. Ein neuer Bau ist ein unbeschriebenes Blatt. Ein potenzielles Fiasko? Eine Einladung zur Innovation! Das hier ist keine Spielwiese für Experimente, sondern ein kommerzielles Vorhaben, das Planung und Umsicht verlangt. Verstehst du, was hier von dir verlangt wird? Kreativität mit kontrolliertem Budget. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wer soll unsere Zielgruppe sein? Ich wollte schon immer den perfekten Freizeitpark für Katzen und Mäuse bauen. Aber Izzy behauptet, diese Tierchen benehmen sich gar nicht so wie in den Zeichentrickserien. Ich empfehle einen Park für Menschen. Anders als andere Säugetiere haben die nämlich Geld zum Ausgeben. Aber was das PR-Budget angeht, bin ich offen. Teenager und Erwachsene eine Möglichkeit, an die Grenze darüber hinauszugehen. Lass uns erwachsene Familien ansprechen, damit wäre die Frage nach der elterlichen Aufsicht geklärt. Familien und Teenager, so viel Koffein ist sowieso ungesund. Teenager und Erwachsene. Ist Sophia von der Ostküste zurück? Wir werden unser Forschungsteam brauchen, wenn wir unseren Markenauftritt auf Zack bringen wollen. Bei meiner gebügelten Buchse, aber ja, das ist sie. Ich hole sie gleich. Und von wegen auf Zack bringen, mit unseren Träumen und unserer Technik wird unser Markenauftritt im Nu impossifiziert. Impossification. Das hört sich gut an. Das muss ich unsere Rechtsabteilung ansehen. Den Namen müssen wir als Marke registrieren und die Website impossify.com auch. Und ich will sehen, wie es auf T-Shirts wirkt, ehe ich das absegne. Weniger als 10 Sekunden von der spannenden Idee zur Geschäftslektion. Beeindruckend, Izzy. Also, was soll zuerst impossifiziert werden? Die Fahrgeschäfte werden ein paar Impossifications brauchen, um sich zu lohnen. Du wirst Fahrgeschäfte früher in der Mission impossifizieren. Außerdem wirst du die Aufgabe erhalten, 3 Fahrgeschäfte an vorher festgelegten Orten zu bauen. Eine impossifizierte Bereiche könnten die Achterbahn grandios machen.
Du wirst Achterbahnen früher in der Mission impossifizieren. Außerdem wirst du die Aufgabe halt mindestens 2 komplexe Achterbahnen. Jawohl! Super! Die Achterbahnen bieten jede Menge Spielraum für technische Innovation. Das ist genau mein Ding. Technische Innovationen? Gut. Aber das Budget bleibt, wie es ist. Verstanden? Diese Achterbahnen sind jetzt schon kostspielig genug. Warum bei den teuren Sachen Halt machen? Ich sage nur Shop Impossifications. Was auch immer das ist, ich bin jetzt schon begeistert. Oh, oder ist das ein Herz, Kasper? Nein, nur die Aufregung. Na gut, mal sehen, was wir aus dieser Impossification machen können. Gruseliger Grießkram. Alle sind auf den Impossification-Wagen aufgesprungen, außer dir. Was ist dir denn an der Sache so ein Dorn im Däumchen, Izzy? Ich halte nichts von Spontanität, wenn es ums Geschäftliche geht. Firmen sind wie Öltanker. Sie kentern, wenn man zu schnell den Kurs ändert. Ich will nicht noch einen Partner untergehen sehen. Halt, Phil ist nicht dein erster Partner? Oh, du hast dir also ein besseres Modell geholt? Verständlich. Sei dir mal nicht so sicher, dass du das bessere Modell bist, Phil. Wie auch immer, die Sitzung ist beendet. Okay, Ziele, verfüge über ein monatliches Einkommen von mindestens $1,000. Bau und öffne noch eine irrsinnige Achterbahn. Dann Park wird bei Teenagern. Okay, Meilenstein, deine einblenden. 75. Und 3 der Herausforderungen. Laborerweiterung. Begeisterung. Yes, guck mal, gleich bei Meilenstein 2. Impossifiziere eine Achterbahn. Okay, ja, wir schauen einfach mal direkt rein. Keine Sorge. Die zanken immer so. So sind sie einfach. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Sophia, wie du ja weißt. Ich kann für dich neue Attraktionen entwickeln oder alte aufmöbeln. Impossifizieren, wie Phil es nennt. Ich will auf jeden Fall eine Holzachterbahn. Hast du Entwürfe für Shops, um mir den Einstieg zu erleichtern? Zusätzliche Shops frei, die alle Besucherzielgruppen ansprechen. Hast du einen Entwurf für ein lustiges Achterbahnmodul? Ein Rampenmodul für die Achterbahn. Das sind verrückte Fahrgeschäfte. Steinschleuder. Direkt das Rampenmodul. Oh, da warst du wohl schneller. Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Du scheinst vertrauenswürdig. Entweder das oder Phils Herzlichkeit hat mich angesteckt. Das kommt vor. Kann ich dir was anvertrauen? Diese Option hat keinen Einfluss. Mir wurde ein neuer Job angeboten. Ich will Cloudstormer nicht verlassen. Dieses Projekt ist so schräg, es ist schon fast vertikal. Aber ich brauche eine Herausforderung. Du hast jetzt mich als Visionär. Meine Ingenieursherausforderungen vergisst du nie. Hat keinen Einfluss. Muss auf dein Herz hören, aber gib mir erst Gelegenheit zu zeigen, was wir zusammen tun können. Oh, sehr charmant. Kein Wunder, dass Phil dich so mag. Und Izzy wird es sicher auch irgendwann. Aber ihr Vertrauen musst du dir verdienen. Sie wird dich testen, also lass dich nur nicht verunsichern. Aber ich habe bei dir ein gutes Gefühl. Komm in meiner Werkstatt vorbei, wenn du sehen willst, wie wild die Impossification werden kann. Tritt zurück. Ich düse ab. Okay, erster Meilenstein. Das offene und unbebaute Gebiet wäre der perfekte Ort für einen neuen und spannenden Park. Im Moment hast du nur ein paar verfügbare Attraktionen und Shops, aber in Sophias Labor kannst du weitere freischalten. Die erste bei Laborerweiterung freischalten. Sophias Labor ermöglicht es, dir Laborerweiterung freizuschalten, die neue und spannende Attraktionen und Shops für deinen Park enthalten. Jedes Mal, wenn du eine neue Parkstufe erreichst, kannst du eine neue Laborerweiterung freischalten. Okay, schalte eine Laborerweiterung frei. Ist der Park schon auf? Das sage ich hier hin. Da die Partaktivität zum Teil durch die allgemeine Spaßwertung unseres Parks bestimmt wird, empfiehlt es sich, Animateure einzustellen. Mindestens 5 Animateure einstellen. Baustellentoilette. Sieht aus, als wären Teile der Baustelle noch nicht freigeräumt worden. Finde alle 6 Baustellentoiletten und entferne sie. Mach mal Pause. Und da haben wir 2, hier ist die 3. Hier mit der Westernstadt, das sieht geil aus. Da werde ich die Achterbahn durchfahren lassen. Und hier oben. Hier erstmal einen Überblick verschaffen. Ne? Legen wir direkt los hier.
Modulare Bauten. Ach du Güte. Holzdach-Sims. Ach Gott, dann kann ich auch selber irgendwie was bauen, ne? Eine Holzkiste, Szenerie. Fahrgeschäfte. Filter. Themen, Park Beyond. Hier, hölzerne. Hölzerne Achterbahn, aber nicht gleich zu Beginn. Ich muss erstmal mit was Kleinem anfangen. Okay, Teenager und Erwachsene ist der hier. Strahlendes Pendel. Shops, Futter. Ich glaube, hier geht es dann schon los mit der Achterbahn in die Richtung hier irgendwie. Okay, kommt das Pendel hier erstmal. Ups, wie war denn das noch mit Drehen hier? Da, so, okay. Kieselpflaster. Und die Metallplatten, Beton, Asphalt. So, Wege, normaler Weg, Schlange zum Anstellen. Oh ja, guck mal, ich habe eine Idee. Direkt ist im Weg. So, sieht das doch gut aus. Fahrgeschäfte, Shops und Einrichtungen. Filter. Bis dann. Kandierte Äpfel. Setzen wir hier einfach direkt rein, da. Softdrink Shop, Western. Standardtoilette. So, Bänke, Westernbank, Holzbank. Mülleimer, nehmen wir wieder die Fässer. So, Bänke, kann man hier? Nee, kann ich nicht. Aber hier so halb drauf, ne? Mal rennen sie da alle über die Füße, ist auch nicht gut. Okay, was haben wir da noch? Shops und Einrichtungen. Gerade nix. Sehr cool. Fahrgeschäfte. Alle Fahrgeschäfte. Piratenschiff. Okay, das ist hier Piratensetting und nicht Western, ne? Okay, reicht erstmal. Ist geöffnet. Dann starten wir mal. Platziere und öffne einen Verkaufsautomaten für Snacks. Platziere und öffne für Getränke.
Verkaufsautomaten. Zack. Ein für Snacks. Ein für Getränke. Kleiner Snackautomat. Kleiner Süßigkeitenautomat. Nur, was ist jetzt hier mit dem Weg passiert? Okay, so ist wieder gut. Auf dem Weg zum Auto vielleicht noch ein paar Snacks mitnehmen. Streift den Park. Haben Taschen dabei. Okay, cool. 114 haben wir jetzt gerade aktuell minus. Szenerie, Wege, Shops und Einrichtungen. Guck mal, hier, den haben wir da abgeschlossen. Karte entfernen. Sollen wir noch die Baustellenklos hier entfernen. Da ist noch eine dritte. Gerne die Bingo. Gerne den Blickwinkel ändern, wollte ich gerade sagen. Ist nur noch einer. Und die letzte. Ja, von Karte entfernen. Was haben wir hier noch für ein Ziel? Baue und eröffne eine Achterbahn, die von Teenagern geliebt wird. Da hinten war mindestens 5 Animateure einstellen. Ja, solange. Ich wollte gerade sagen, solange der Laden keinen Profit abwirft, schlechte Idee. Personal. Animateure anzeigen. Okay, 5 Animateure eingestellt. Ich bald mehr Animateure als Gäste im Park. Ah hier, da sind die, ne? Ach so, ne, sind das. Umbenennen, feuern, Personalkamera. Besucher unterhalten, Auftritt an Park, umbenennen, gehe zu Ort, Zubehör, Anpasser. Da kann man Cockpitdeckung ein- ausblenden. Okay, schade, ich dachte, ich kann dir irgendwie so eine Cowboy-Uniform stecken. Trotz 5 Animateure machen wir jetzt immer noch Plus. Das ist schon mal richtig geil. Ja, Achterbahn, ne? Ich glaube, ich fange erstmal an mit einer kleinen. Willst du eine wilde Maus? Monorail, eine kleine wilde Maus. Warte mal, es gab doch auch hier vorgefertigt irgendwas, ne? Präzisionsversetzer, Rotation, Abbrechen, Bewegen, Rotieren. Geht dann in diese Richtung. Ja, ich glaube zum Üben mit der kleinen Maus. Tutorial, Aufhänger sind Ziele, die du für eine Attraktion festlegen kannst. Sie bestimmen eine finale Bewertung und Besuchervorlieben.
Der Aufhängerbildschirm erlaubt es dir, sie für jede Attraktion zu verwalten. Hier siehst du außerdem ihre Werte und wie sie sich auf die Werte der Attraktion auswirken. Fortfahren. Jeder Aufhänger hat bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Ein Aufhänger wird nur aktiv, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Das Streckentestfenster zeigt detaillierte Informationen über die Leistung der Attraktion. Passe die Attraktion aufgrund dieser Informationen an, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist. Normales Gleis, Kettenlift. Genau. Ist ja praktisch, dass er direkt auf die richtige Höhe zugeht, ne? Guck mal hier. So, jetzt überlege ich. Wie sich unschwer vermuten lässt. Natürlich noch höher erstmal. Wir gehen erstmal nur auf diese Höhe. Gut, normales Gleis. Jetzt geht's runter. Meter. Yep. Kurve zu steil. Zieh mir da. Schienenmodule. Off-Rail. Off-Rail-Gleise richten sich auf dem Gelände Wasser aus, sodass sich der Zug über das Gelände Wasser bewegt. Wenn du den Omniwagen verwendest, transformiert sich außerdem auf dem Off-Rail-Gleis. Okay. Zugverbindung. Mit einzelnen Züge zusammen verbindet sie. Keinerlei Auswirkungen, wenn nur ein Zug auf dem Gleis ist. Bremse. Module. Rampe. Beschleunigung, Station, ach guck. Rampe. Drop-Schnittstelle. Zwei Wegegabel. Achterbahnelemente, vertikale Looping, Korkenzieher, ach Gott, da geht's ab. Spirale. Okay, wir machen hier erstmal eine ganz einfache Standard-wilde Maus. Gerade auf 7 Meter, ne? Tunnelbauvorschlag, Stützen. Über. Tunnelbauvorschlag. Was ist eklig gerade? Kann ich mir nicht stützen, die Höhe einmal anzeigen lassen? So, da kommt der Zug. Runter und links.
So, dann geht's hier einmal durch den Berg durch. Muss noch einmal entfernen. Und warum setze ich ihn direkt wieder hoch? Guck mal, auf 0 Meter. So, was haben wir denn bis jetzt? 40 km/h. Hier geht's runter. Linkskurve, Rechtskurve. Ranzoomen. Auf diese Seite hier. Unter durch, beziehungsweise über diesen Felsen rüber. Yes. Na komm, minus 2. Passt eigentlich. Oder auf 0. Tunnels habe ich noch nicht so ganz raus. Zeigt beim Platzieren einen Tunnelbauvorschlag an. Achtung, die Aktivierung dieser Option kann zu einem wechselhaften Platzierungsverhalten führen. Ja, ach. Weil war ich gerade auch schon. Gelände ignorieren. Jetzt habe ich's. Noch nicht. Alter.
schon irgendwie fummelig mit den Höhen und alles. So, jetzt muss ich einmal abwarten. 55. Siebenundfünfzig, 58 km/h, 40. Okay, und da geht es dann mit Kettenlift wieder weiter. Und zwar im Prinzip. Auf 2 Meter. Ja, jetzt habe ich eine Idee. Und zwar geht da nicht rüber, doch hier, ne? Nee. Das ist zu doof. Kannst aber hier unter durch, ne? Minus 2 Meter. Bis hier. Wieder auf 0. Ja, komm. So, und jetzt geht's aber ab. Oh, stopp. Entfernen. Normales Gleis. Entfernen. Normales Gleis. Bis hier. Mache ich auch keine Neigung rein, das ist ja so charakteristisch für diese wilde Maus. Dass sie die Bandscheiben einmal rausdrückt irgendwie. Guck mal, 20, 30 km/h. 50. Gerade Kurve. Jetzt müssen wir in den Berg wieder rein hier, ne? Am liebsten da zwischendurch. Oder wir machen da noch mal so einen Abgang. Nee. Und noch mal einen zurück. Na komm, auf 0. Ne, 0 ist auch doof. Von plus 16 auf minus 1. Automatische Neigung. Nochmal hier. So, da geht's zwischen.
Welche Höhe ist das hier eigentlich? Minus 1. Gehen wir runter auf minus 2 oder so. Gleise überschneiden sich hier, okay. Machst du einmal darüber. Ne, den wieder rechnen. Entfernen. Das muss ich hier nochmal lang. Okay, die Testfahrt ist auch gerade unterwegs, weil mal, die starten wir sonst nochmal neu. Mitfahrkamera. Ups. Wow. Okay, muss mal schauen, ob ich sonst an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal eine kleine Bremse reinschubse, ne? Gerade hier Richtung Ende. Zurückgelegte Distanz. Höchste laterale G-Kraft 6,79. Alter. Guck mal, hier ist ja noch ganz entspannt. 50. Sind ja auch noch recht entspannte Kurven. Hier könnte ich eine Bremse einbauen. Eine bestimmte Geschwindigkeit verlangsamt, genau, und zwar. Editor verlassen. Ja.
Bauen, Eingang, testen, wählen. Nee, ich muss hier an die Bremse irgendwie ran. Okay, bauen wir erstmal einen Ein- und einen Ausgang. Ach komm, Fahrtüberschneidung, wo das denn? Warteschlangweg. Geht gar nicht. Okay, ich muss hier nochmal rein. Abwählen, bauen, umbenennen. Belagern, Ticketpreis. Oh. Den machst du mal bitte auf den 10er. Testen, bauen, da ist er. So, Wegplatzierung kann erstmal. Hä? Achso, Ausgang bauen. Achso, ich habe nur bauen gesehen. Bearbeiten, na bingo. Bremse, aber. Ein Gleis, das den Zufall eine bestimmte Geschwindigkeit abbremst. Ja, und ich möchte die Geschwindigkeit gerne auch einstellen. Als Modifikator. Ups. Normales Gleis. Bremse. Ja, ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt hier einstelle. Und auf jeden Fall ist sie so auch erstmal okay. Yes. Den Rest machen wir später. Dann bauen wir nochmal den Ausgang. An der Stelle hier. Nach unten. So. Da geht's direkt hin. Abrisshammer. Wege. Anstellschlange. Mal guck. Bauen. Zack. Geht ja doch. So, kann ich zur Not später auch noch nachsetzen. Ist das nur ein Zug? Ich würde eigentlich gerne zwei da drin haben, ne? Naja, ich mache hier erstmal eine kleine Pause. Die erste Achterbahn steht, der neue Park ist eröffnet. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.